Ach ja, genau, ich bin ja beim Durchsuchen von Schiffswracks. Viertel der Arme ist keins. Kein Schiffswrack, aber hier könnte noch. Genau, ist noch eins. Aber dafür müssen wir natürlich wieder ausgeruht sein. Haben wir noch Fleisch? Ja, haben wir noch. So, was willst du? Der Lagerhalter im Söldnerlager sagt, er habe eine Ersatzkanone. Er ist bereit, sie für Lebensmittel zu tauschen. Also muss ich 12 Fleisch besorgen, die ich natürlich schon gegessen habe. Aber naja. Gut gemacht. Ich konnte 3 unbeschädigte Kanonen und etwas Schmuck bergen. Also ich weiß nicht, wo der immer den Schmuck liegen soll. Wer wagt es, mein Schiff zu plündern? Ach du meine Güte, in dem Wrack lebt ein Geist. Ich habe Angst, aber ich glaube nicht, dass er mir wehtun will. Ich bin Captain Percy. Was suchst du auf meinem Schiff? Zum Glück versteht mich der Geist. So kann ich erklären, warum ich die Sachen aus dem Schiff nehme. Vielleicht wird er zustimmen und mich nicht mehr verfolgen. Ich bin so müde, sehr müde. Ich gehöre nicht in diese Welt. Bitte hilf mir. Kapitän Percys Geist wird keinen Frieden finden, bis er nicht mit seiner Frau gesprochen hat. Als er noch am Leben war, verbrachte er nicht viel Zeit mit ihr, weil er immer auf dem Meer war. Als die Stunde seines Todes kam, hatte er nicht die Möglichkeit, sich von ihr zu verabschieden. Bitte gib meiner Frau den Brief, den ich schrieb, bevor dieses Schiff gegen den Felsen schmetterte. Ich entdeckte den Brief in der Kapitänskajüte. Ich sollte seine Frau finden und ihr den Brief geben. Jupp. Zwölf Fleisch kaufen. Und eine Dame finden. So. Ich fand die Frau des verstorbenen Kapitän Percy. Seit dem Tod ihres Mannes wurde sie eine arme Frau. Ich hoffe, dass zumindest dieser Brief sie trösten kann. Die Witwe nahm den Brief und ging in ihr bescheidenes Haus. Ja. Na, sowas aber auch. Ah ja, genau. Da krieg ich die Segel. Wie viel. Jetzt hab ich vergessen, wie viel Segel wir brauchen. Aber es war erstmal 12 Fleisch brauchen wir. Hier. So, 12 mal Fleisch. Für die Soldaten. So, hier. Bitteschön. Ich habe ein Schnäppchen gemacht. Die Kanone wird sicher nützlich auf meinem neuen Schiff sein. Naja, ob du so ein Schnäppchen gemacht hast bei dem... Bei der Kanone? Naja, 12 Fleisch für eine Kanone. Was will der jetzt hier? Der Offizier entschied mir, die beiden Kanonen aus dem Lager zu geben, wenn ich verspreche, dass ich gegen den Piraten kämpfe und immer auf der Seite des Königreichs stehe. Aber klar doch. Ich habe es dem Offizier versprochen, denn ich will das Königreich gegen die Piraten verteidigen. Ich habe sein Vertrauen erlangt und er gab mir 2 neue Kanonen. Gut. Was brauchen wir jetzt noch? 6 Segel waren es. 6 mal das. 6 Tücher. Tücher. 15 Seile. Und 6 mal Pech. Und 15 Seile. 15 Seile. So. Ne, der war das nicht. Ja. Plopp.
15 Seile. Oh. Ich habe dem Schiffsmeister die Kanone und er sagt, Gott. Wunderbar, wir haben alles Nötige zum Fertigstellen des Schiffes. Wir müssen natürlich ausgeruht sein. Der mit seiner Krabbensuppe. Wo ich noch eine herkriege. Na. Ich gehe ja sowieso nochmal zur Sicherheit, falls wir noch mal was gekriegt haben, bevor wir losdüsen. Einmal durch die Karte. So, wunderbar. Das Schiff ist fertig. Ist es nicht wunderschön? Auszeichnung an Kapitän. Baue dein eigenes Schiff. So. Bevor wir es zu Wasser lassen können, sollte ich die Mannschaft herbringen. Die Mannschaft sollte aus Leuten bestehen, die mir vertrauen. Sehr gleich, brauche noch 5 von denen. Aber erstmal, dann gucken wir uns nochmal von vorne dann die Karte durch. Ob wir noch jemanden finden. Irgendwo noch eine Aufgabe zu finden ist. Hier jedenfalls nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Nein, hier war ich ja gerade. Hier ist nichts. Was wollte der denn überhaupt? Der Alchemist kann einiges an Schießpulver herstellen, aber er tut dies nur für vertrauenswürdige Kunden. Aha. Okay. Gut zu wissen. Hier haben wir keine Aufgaben mehr. Hier ist auch alles erledigt soweit. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. So, hier sind auch keine Aufgaben mehr. Nein, auch keine Aufgaben. Sonst mehr. Ich sehe auch leider nirgendwo Muscheln oder sonst was zum Sammeln, falls wir was vergessen haben sollten. Aber ich sehe was zum Jagen. Ah. Ich hab beinahe vergessen. So. Habe ich hier noch? Nein, da ist keiner mehr. Hier ist nichts mehr. So, alles alle. Auch alles alle. Und hier auch, sowieso. Aber, genau, hier dein... Danke, dass du den Brief meiner Frau gegeben hast. Jetzt werde ich dir etwas verraten. Als ich auf einer einsamen Insel gedient habe, habe ich eine Schatztruhe voll mit Gold vergraben. Die Stelle ist mit einem roten Kreuz markiert. Falls du die Truhe findest, kannst du sie behalten. Jetzt kann ich diese Welt verlassen. Okay. Mit einem roten Kreuz markiert. Also hier sehe ich schon mal kein rotes Kreuz. Hier dann auch nicht. Hier ist auch kein rotes Kreuz. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Ich hoffe dann mal, dass im Laufe der Geschichte wir noch ein rotes Kreuz finden werden. Aber nun wird es dann wohl doch Zeit. Ja, wir waren... Genau, wir waren hier bei ihm gewesen. Ich habe sonst nirgendwo... Die Frau habe ich mir aber... Zur verbotenen Küste, da war ich doch. Hm? Verbotene Küste. Aber ich habe immer noch nicht den Mann gefunden. Nichts zu machen.
ist ja voll komisch. Oh, was wollte der jetzt zur verbotenen Küste gegangen, um Muscheln zu suchen, ne? Und ist nicht zurückgekommen. Hm. Dann fürchte ich, müssen wir uns jetzt auf die Suche machen. Also, erstmal brauchen wir genau 5 Arbeiter. 5 Arbeiter holen. So, jetzt haben wir auch 5 Arbeiter. Dann können wir ja jetzt hoffentlich dann in See stechen. Ne? Der König wollte auch nichts mehr. Nein. Ja, bitteschön. Ich brachte meine Freunde hier, die bereit sind, mit mir zu segeln. Okay, Jungs, jetzt werden wir das Schiff zu Wasser lassen. Los geht's. Toll, mein Schiff ist im Stadthafen verankert. Wenn ich es betrachte, wie es in seiner ganzen Schönheit auf dem Wasser schwimmt, erinnere ich mich an meine Schwester. Wo könnte sie nur sein? Werde ich sie jemals finden? Dieses Schiff soll ihren Namen tragen. Hm, was brauchen wir denn noch? Ja, natürlich. Okay. Vor der Erstreise muss ein Schiff mit einer ausreichenden Menge von Waren gefüllt werden. Das Leben auf See ist grausam, haben mir Seemänner gesagt. Okay, die Kugeln haben wir schon mal. Dann brauchen wir 2-mal Schießpulver. So, was willst du für Schießpulver haben? Ich krieg einen Schwefel hier. So, okay, also Tränke, Brot, Fleisch, okay. Wieder zurück. 5 Tränke. 5 Tränke. Ja, ich habe ja auch gerne Blumen. Also, in die Kirche. Ich glaube, der verkauft da auch nur Heiltränke. Nein, der kauft nur welche. Ach ja, die. In der Stadt. Ich glaube, die eine in der Stadt verkauft welche. Irgendwer muss auch welche verkaufen. Kann doch nicht sein. Hier auf den. Ah ja, hier genau. Ich würde sagen, irgendwo war die doch. 5 Heiltränke. 10 Brot, 10 Fleisch. Brot und 10 Fleisch. So. 8-mal war das, ne? 8-mal Wasser und dann 2-mal Stück. Brauchen dafür leere Fässer. Ich bin ja nicht ausgeholt. Dann machen wir so. Nochmal von neu. So. Haben wir das Wasser jetzt? So. Dann bauen wir 2-mal Schießpulver. So. So. 2 leere Fässer haben wir schon mal. Bauen wir 2-mal Holzkohle. Mal gucken, wo ich die Sachen dann herkriege. Von wem kriege ich wohl Schwefel? Von den Banditen vielleicht. Ja. Nein, warte.
Der macht Kohle. Ja, super. Zweimal Holz. Zweimal Holz. Ja, guck mal da. Wo kommt der denn her? Schwefel verkauft ich hinterher nicht. Hier haben ne, kein Schwefel rumliegen. Hm. Okay, hier kriege ich nur Arbeiter. Die verkauft Klamotten. Der hat keinen Schwefel. Auch nicht. Auch nicht. Hm. Wer könnte Schwefel verkaufen? Oder wo könnte ich welchen finden? Sehr seltsam. Ah. Warte, wie viel brauchen wir? Zweimal. So, und sechsmal Mist. Das dürfte ja bei der Farm zu finden sein. Bei irgendwem. Da, aber doch. Hier kann ich für eine kleine Gebühr Mist sammeln. Machen wir nur. Ja. Sechs leere Säcke. Ja, so, dann sammeln wir den Mist. Die riechen bestimmt gut gleich. Einmal fehlt noch. Dann benachten wir mal kurz. So, Nummer 6. So, jetzt dürften wir ja alles haben für den. Für ihn. Oder? Für zweimal Schießpulver. Klopp. Dann haben wir auch alles. So, bitteschön. Ich habe alle notwendigen Vorräte für mein Schiff. Diese sollten für eine lange Reise genug sein. Jetzt muss ich zum König gehen und ihm sagen, dass das Schiff bereit ist. Ich versprach ihm, dass ich das machen werde. Dann tun wir das doch. Ich informierte den König, dass das Schiff bereit für die Reise ist. Gut gemacht, mein Junge. Ich wusste sofort, es steckt mehr in dir. Deshalb habe ich dir erlaubt, das Schiff zu bauen. Ich bin auf der Suche nach einem Mann, der entschlossen ist, alles zu tun. Jemand, der mir auch in einer schwierigen Situation helfen wird. Der König ist wirklich sehr besorgt. Ich habe es das letzte Mal schon bemerkt, aber ich wagte nicht zu fragen. Mein liebster Schatz, meine einzige Tochter ist verschwunden. Wir haben überall nach ihr gesucht, aber vergeblich.
Was? Die Prinzessin ist verschwunden? Das ist schrecklich. Jetzt verstehe ich, warum der König so besorgt ist. Ich weiß, du bist auf der Suche nach deiner Schwester und du wirst alles tun, um sie zu finden. Bitte finde auch meine Tochter. Ich werde dir alles geben. Der König vertraute mir eine wichtige Mission an. Ich muss die verlorene Prinzessin finden. Es ist eine Ehre, aber auch eine große Verantwortung. Ich versprach ihm, dass ich alles tun werde, um die Prinzessin zu finden. Ich werde dir meinen besten Agenten mitschicken. Er wird dir auf deinem Weg helfen. Mein Name ist Turkan. Ich freue mich, Ihnen zu helfen. Ich werde bei Ihrem Schiff warten. Okay.